Letzte Folge haben wir dieses Fahrrad einfach so geschenkt bekommen, weil wir Team Yell aus dem Weg beseitigt haben. Und, ja, unser Outfit sieht ganz cool. Ich meine natürlich, das Fahrrad ist richtig cool. Man kann ganz normal fahren oder wenn man A drückt, oder was, B? Was war es, was ich gedrückt habe? A, B, was habe ich gedrückt? Das war es nicht. Irgendwas habe ich gedrückt, damit es schneller geht. Oder geht es automatisch schneller? Ich glaube, es geht sogar automatisch schneller. Oder... Ich verstehe gerade nicht, wann wird denn schneller? Okay, anscheinend wird es random schneller. Ich weiß es gerade nicht. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Von dem hier, da haben wir es bekommen. Achso, ja, das sind nur die Anleitungen. Brauchen wir nicht. So, wir müssen noch diese Brücke überqueren. Dann können wir schon zur zweiten Arena. Was stimmt eigentlich mit Chimiel nicht? Sie sind ganz schön fiese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, nur um ihre Favoriten zu helfen. Das ist schon blöd, sowas. Hier gab es irgendwo ein Item, was habe ich gesehen. Ach ja, eine Geniefeder. Oder eine Geniefeder. Okay. Basiswerte erhöhen. Ja, ich bin kein Fan von einfach Items, die so erhöhen. Keine Ahnung. Eine Heilfeder. Okay, hier gibt es ganz viele Federn. Üblich auf einer Pokémon-Brücke. In der Ferne kann man das Stadion von Claw City sehen. Bald wirst du auch dort kämpfen. Ich glaube, Claw City ist doch die dritte Arena. Oder? Vierte? Oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist da eine Arena. Nee, echt? Eine Genie-Feder. Cool, cool. Hier ist noch eins. Eine Abwehrfeder. Ah, ja. Cool, cool. Gucken wir uns mal ein wenig um. Vielleicht finden wir noch ein paar Federn. Und hier steht jemand. Ach, hopp. Da bist du ja, Maike. Einen Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Ups. 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 Du hast also Lust auf einen Kampf, hehe. Jetzt, wo wir beide den Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Da wird's höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Ich finde den Hauptkampf-Battle-Theme viel besser als den Trainer-Kampf-Battle-Theme. Also, den finde ich irgendwie blöd, den von dem Trainer-Kampf. Der ist so seltsam. Ich mag den irgendwie nicht so. Sein ganz normales Volley immer noch nicht entwickelt. Mensch. Dann zeig uns doch mal, was, dass du dir deinen Orden auch richtig verdient hast und so. Ich hab ihn immer verdient, ja? Zweifelst du etwa dran? Das geht zu weit. Aquawelle! Sorry, Volley. Dein Trainer ist gemein. Das arme Volley ging baden. Ja, ich habe einen Toxel im Team, aber weiß nicht, ob ich das drin halte. Ein Kranowitz. Ah, das ist jetzt die weite Wege von Micro. Nice, nice. Bin stolz auf dich, Hopp. Anspannung. Oh Gott. Keine Beeren mehr essbar. Hm, ich habe aber keine. Deshalb passt das. Die Schlag. Und es ging daneben. Vielleicht ist es auch nicht effektiv. Ich habe es nicht gesehen, weil das zu schnell weggeht. Aquawelle. Man wird auch seinen Job machen. Nice, sogar gekillt. Cool, cool. Und... Flecky Leon Level 26, Cremi Level 20 und Toxel Level 14. Was? Aromakur! Heilt alle Schadensprobleme des Teams mit beruhigenden Duft. Ja, geil! Mach das! Geil! Danke, Cremi! Super! Ein Kickerlo! Ach, Kickerlo ist die Weiterentwicklung von Hopplo! Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Hopplo und Hopp. Hopp und Hopplo? Das ist so. Passt einfach. So, Kickerlo sieht richtig cool aus. Ich mag allgemein alle Entwicklungen von Hopplo. Nur leider hat es keine Chance, sich zu beweisen. Sorry, Mann, aber du bist aus. Wahnsinn, dass die Wechselstypen. Ja, da sagt immer das Gleiche. So, und wir haben gewonnen. Was ein Wunder. Volley Levels up, Level up, Evoli Level up und Toxel natürlich auch mal wieder. Cool, cool. Wie kannst du stärker sein als ich? Ich habe noch einen Pflanzenorden, genau wie du. Ja, genau wie ich. Ich bin aber besser als du. Du wirst immer besser, Maike. Aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Danke für den Beleber. So, weiter im Programm. Als nächstes knöpfe ich mir Kate vor, die Wasserrennerleiterin. Von der habe ich schon viel gehört. Die soll sehr attraktiv sein. Da bin ich mal gespannt. So, da wollen wir mal ein wenig radeln. Hier gibt es nämlich noch eine Abwehrfeder. Am besten noch ein Item.
Was gibt's denn da aber noch ein Item? Zack. Eine Prachtfeder. Eine ganz normale Feder. Okay, cool. Und da ist noch eine Feder. Eine Abwehrfeder. Man sieht immer das Glitzern. Das ist neu so. Das hat man früher nicht gehabt. Da musste man einfach A-spammen bei jedem Teil. Und da haben wir sogar die Weiterentwicklung von Kotini. Und zwar Kotomi. Aber haben wir ja selber schon im Team. Von daher nicht wichtig. Und die Route geht noch weiter. Wusste ich gar nicht. Okay, nicht schlimm. Konzentriere dich darauf, die Stärken deiner Pokémon auszubauen. Ihre Schwächen kann man auch mal ignorieren. Das sagst du jetzt, aber man sollte so eine Balance bringen. Und nicht sowas, was du machst mit deinem Kikugi. Kikugi. Achso, Kikugi. Kikugeli. Das ist ein süßes Pokémon. Sehr, sehr cool. I like it very much. Aber es ist Pflanze, ich Idiot. Ja, es ist Pflanze, ich Vollidiot. Oh nein. Okay, alles gut. Ich hab den Klopser. Ja, ja, einen Klopser mache ich eigentlich normalerweise anders, aber... was? Nein, Spaß. Ein Fleckneul. Das ist so diese Fledermaus. Ja, ja. Das zweite Zubat. Das muss ja auch hier abhauen, du, ne? Tschüss, weg vom Fenster hier mit dir. Tschüssle. Fleckneul. Wir sind Enton. Lol. Toxel, Level Up, ich hatte Houtini. Schade. Ich akzeptiere meine Niederlage, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Okay, finde ich gut. Man sollte sich an den Erfolgen beim Leben, im Leben erfreuen und nicht über den Fehlschlägen brüten. Okay, und hier kann man durch. Ne, kann man nicht. Sah so aus. Oh. Hm. Okay, die hatten wir schon alle, die Pokémon gesehen. Warum verfolgst du mich jetzt? Hi. Hi, hi. Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Wie bitte? Dieses Doppelpunkt 3-Sicht, Gesicht. Glibunkel gibt's also auch im Spiel. Gut zu wissen. Wie viele Pokémon? Eins, nur Glibunkel. Okay, da gibt's erstmal einen Tiefschlag von mir. Das ist fehlgeschlagen, also das ist nicht effektiv, oder wie? Da bin ich aggressiv! Das geht zu weit! Aquabelle! Was? Oh! Was? Verdammt! Okay, da müssen wir tauschen, da geht nicht weiter, da geht's rum nicht weiter. Wolli, zeig ihnen, was du drauf hast! Oder also ihr. Glühbunkel ist hier weiblich in dem Fall. Wolli auch! Zickenkampf. Doppelkick. Ich tritt dir ins Gesicht. Bam! Oh. Oh. Ja gut. Dann werde ich wohl nochmal wechseln müssen. Oh nein, keine Vergiftung! Ah, ich hasse Vergiftung. Das macht so viel KP weg und. Das ist einfach nervig. Komm, Houtini, hilf mir bitte. Danke. Zumindest hatte ich eigentlich vorgehabt, Houtini als mein Pflanzen-Pokémon in diesem Let's Play zu haben. Aber wenn ich ein besseres finde, dann nehme ich natürlich das andere. Aber ich bleibe jetzt erstmal dabei, dass Houtini mein Pflanzen-Pokémon ist. Azierblatt! War es auch nicht sehr effektiv? Also jetzt wurde mich mal fertig. Was für ein Typ ist er denn? Er ist doch Gift, ne? Nur Gift. Oder bin ich gerade dumm? Wahrscheinlich bin ich gerade dumm, oder? Sorry für alle, die sich gerade facepollen 10-mal. Ich dachte, er wäre nur Gift. Wahrscheinlich ist er noch irgendwas anderes. Stahl oder so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, selbst mit Stahl, dann müsste es trotzdem normal effektiv sein, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Komm, jetzt geh einfach sterben. Mach mich jetzt hier nicht down. Keine Chance. Absolut keine Chance hier, mein Freund. Was? Es ging daneben? Dein Ernst? Mensch. Dun, 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 dun. Nein, 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 nein. Ich finde die Trainermusik so random. Ich mag es einfach nicht. Warum geht's jetzt daneben? Oh mein Gott. Ich raste gerade sehr, sehr aus. Kanon. Nein. Also da reicht's mir jetzt.
Da wechsle ich jetzt nochmal mein Pokémon. Das geht mir echt zu weit jetzt hier. Das ist doch echt ein Troll hier, oder? Los, Cremi. Ich finde übrigens das Pixelart von Fokushan heißt es, ne? Finde ich, sieht überhaupt nicht so aus wie das Pokémon selbst. Das Pixelart sieht irgendwie aus wie Schnodder. Das finde ich aber echt so. Wagen, die Ritter, die Hunde im Hintergrund, falls man sie hört. So, greif an. Nein, mich zurückschrecken. Kill es einfach, bitte. Nein. Ein Albtraum hier. Beende es doch einfach, bitte. Ja. Bitte, bitte. Yes. Danke. Yes. Nice. Routine hat sich dafür ein Level-Up natürlich verdient. Oha, jemand, der mal mehr auf... Was? Oha, jemand, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Oh, tut mir natürlich leid. Wenn mir die Arbeit zu mühselig wird, kommt mein Pokémon und krault mich. Ach so, ich dachte, das hilft dir irgendwie, macht Pokéarbeit. Schlimmer als Kinderarbeit, ey. Tipps für Trainer, Pokémon mit Aura sind etwas stärker als gewöhnlich und sie lassen Watt, wenn sie besiegt werden. Das wissen wir alle schon. Anscheinend begegnet man ihnen umso häufiger, je mehr Pokémon man fängt. Aha, gut zu wissen. Und hier ist die Stadt. Wir sind angekommen. In Kilton. Die Route wirkt jetzt aber überhaupt nicht so lang wie auf der Karte. Sehr, sehr blöd gemacht. Egal. Was eine nette Stadt. Habe ich recht? Ich hoffe doch. Kilton, eine lebendige Hafenstadt, die für ihren Markt und ihr berühmtes Restaurant bekannt ist. Okay, hört sich ja nett an. Und diesen Pokémon Center. Passend. Ich muss mal eben meine Pokémon heilen. Ich frage mich, wieso es das Dynamax-Phänomen nur in der Galar-Region gibt. Aber diese Frage kann offenbar nicht mal Professor Magnolike beantworten. Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass Rose, der Präsident der Pokémon-Liga, maßgeblich zur Entwicklung Galas beigetragen hat. Ich werde immer ganz hibbelig, wenn jemand der Frau hinterm Schalter seine Pokémon gibt. Oh, dann wirst du jetzt richtig hibbelig, mein Freund. Guck mal hier. Oh, oh mein Gott, das sind 6 Pokémon. Da wird er richtig hibbelig, Leute. Der zappelt schon so richtig, da kann ich nicht mehr weitermachen. Sorry. Sorry, Bro. Manchmal werde ich auch hibbelig. Was? Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nur ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleib doch noch ein bisschen. Ich gebe gern noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Weg sind sie. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia. Aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Nur wegen denen sind wir so weit oben. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn sie ihre Fans behalten wollen, müssen sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich sie irgendwie entlassen kann, müssen sie es mir nur sagen, ne? Hm? Oh, wer warst du nochmal? Beatus ist mein Name, Herr Präsident. Ah ja, die Oma, Beatus. Das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Hallo? Oh, wenn das mal nicht Maike ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Dillon wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder einer meiner hervorragenden Ideen. Du wirst sicher als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt.
streng dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Gala-Region und so. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, um zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Gerne doch, gerne doch. Da werde ich mir Mühe geben. Nur für euch. Nur für euch. Shit, kann man das nicht? Okay. Egal. Die Stadt sieht sehr cool aus. Hallo Regeln in der Challenger. Ich laufe, soweit meine Füße mich tragen. Immer weiter. Okay. Kann man hier rein? Man kann überall rein, lol. Heiter hat nichts angebissen, aber ich muss meine Angel trotzdem in Schuss halten. Wenn sie vor Sauberkeit strahlt und glänzt, beißen die Pokémon gleich viel lieber an. Nur eben nicht heute. Uff. Ursi. Süß. Okay, man kann mit gar nichts irgendwie reden. Was? Ja, Stromverschwendung. Ha! Kriegst davon, wenn du kein Item gegeben hast. Bist böse. Du auch. Wo ist es eine arme Omi? Die mache ich lieber aus. Ich weiß noch, als Professor Magnolika zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Forschung zum Dynamax-Phänomen veröffentlicht hat. Die ganze Gala-Region war in Aufruhr. Krass. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Mit den Vega-Entwicklungen war es bestimmt auch so. Ich habe auch die Liga-Karte vom Champ Deleon. Okay. Warum sitzt du da einfach? Willst du nicht vielleicht Fernsehen gucken? Hier. Yeah. Oh Mann, was ist los bei mir? Aber die Ladezeiten sind richtig kurz. Gefällt mir. Wenn ein böser Mann vorbeikommt, beschützen sie unser Pokémon. Wir passen auf das Haus aus. Auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Flauschling. Flauschlausch. Süß. Hier, guck doch mal in den Fernsehen. Mensch, Kinder. Aber bitte nicht den Schrott, den man heutzutage im Fernsehen sieht, ja? Hier ist ein Item. Ein Hyperheiler, ein Hyperheiler, ganz cool, cool. Was gibt's hier? Ein verlassenes Haus. Wer gut angeln kann, ist immer auch ein guter Pokémon-Trainer. Oh, ich habe seine Animation irgendwie verglitscht. Lol. Warum? Weil die See launisch ist und ein Angler blitzschnell auf Veränderungen reagieren muss. Genau wie ein Trainer im Kampf. Man darf nie so viele Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Der war gut. Oh Mann, der war gut, du. Nein, so funktioniert das natürlich nicht, Leute. Nein. Oh, hier gibt's einen Bahnhof. Ich habe ja gesagt, die Bahnhöfe, die gucke ich mir erst an, wenn wir auch wirklich damit was zu tun haben. Also lass sie erstmal in Ruhe. Wenn ein Arena-Leiter zu schwach ist, steigt er in die Unterliga ab. Alles, was meine Mama kocht, schmeckt lecker. Aber das Essen im Restaurant mag ich auch. Okay. Hört sich ja sehr interessant an. Ich glaube, wir machen die Arena erst in der nächsten Folge. Da habe ich leider mich getrödelt. Sorry. Um zu erkennen, ob ein Felino weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, was? Das hier ist weiblich. Ich weiß es. Felino, das ist weiblich. Weil die Männlichen haben zwei Striche an ihren Viskas. Wisst ihr, was ich meine? Die haben so zwei Striche an ihren lilanen Dingern da an der Wange. Und das hier hat nur so einen, weil das weiblich ist. Ja, aber manchen Pokémon weiß ich sogar. Bei Felino war das jetzt ein Zufall, dass ich es auch wusste. Ich erwarte Großes von dir. Das sage ich zwar zu jedem, aber ich meine es auch so. Okay. Ich beeile mich. Ich mache alles gut. Und so. Oder so. Ich laufe, soweit meine Füße mich tragen, immer weiter. Ach so, stimmt. Ja, lass mich durch, bitte. Geld ist wirklich mit allen Wassern. Mit allen Wassern gewaschen. Ihre Arena-Mission hat es ganz schön in sich. Erinnere mich bloß nicht an die Arena-Challenge. Ich bin kläglich am Wasserorden gescheitert. Uff. So hieß die Arena, da gehen wir eventuell in die nächste Folge rein. Wir werden nämlich noch ein wenig erkunden. Das mache ich in dieser Folge. Passt nämlich gerade, wo wir gerade angekommen sind. Gala ist so eine riesige Insel. Deshalb sind Leuchttürme, die den Schiffen ihren Weg zeigen, auch so unheimlich wichtig. Das war schon immer so. Warum Kate den Leuchtturm so wohl so mag? Ja, ist halt cool. Oh, die Aussicht. Gefällt man schon halt. Kann man schön angeln, wenn man Bock hat. Sehr, sehr viel angeln. Ich würde mal sagen, einmal angeln wir auch. 5 Netzbälle. Das ist gut für Wasser- und Käfer-Pokémon. Benutzen wir noch einmal.
Pass an. Yes. Komm, muss man nur einmal A drücken, aber ich habe keine Ahnung. Ah, das neue Fisch-Pokémon. Pikuda. Kennt ihr vielleicht sicherlich das Pokémon Urgel? Das ist das, dieser neue Vogel. Der kann durch seine Fähigkeit dieses Pokémon sein Maul haben. Was sehr, sehr cool ist, wie ich finde. Und es ist Level 24, das ist mir nicht hoch. Deshalb schwächen wir es mal ein wenig. Zweimal, hoffentlich. Und dann versuche ich es mal zu fangen. Kannst du bitte aufhören mit deinem Vogelschlag? Danke. Nein, nicht Taucher. Nein, jetzt kann ich so nicht treffen mit meinem Pokéball. Jetzt muss ich eine extra Runde warten. Richtig. Netzball. Ja, man kann das Pokémon nicht sehen. Tränendrüse. Wir weinen jetzt einfach, während es weg ist. Attacke gegen neben. Er setzt Taucher ein. Macht. Warum macht er so viel Schaden? Naja, ist auch nicht wichtig. Ein Volltreffer. Cool. Netzball. Komm, bleib drin. Und es wurde in meinem Netz gefangen. Da, da, da. Cool. Okay, wie findet ihr das Pokémon? Schreibt es mir gerne ein, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr eigentlich immer, könnt alles reinschreiben. Kommentar. Das ist eine coole Seite, die Kommentare. Nur so, nebenbei. Gut. Was gibt's denn noch so? Hier gibt es noch irgendwelche Mülleimer. Mit den Mülleimern sind zwei noch funktionsfähige Supertränke. Und was ist das hier? Startschuhen von zwei Pokémon. Ach, das ist doch die Weiterentwicklung von unserem Pokémon, was wir im Team haben. Dies ist eine Statue der Pokémon, die der Erzählung nach den Leuchtturm beschützt haben. Das sind, soweit ich weiß, die beiden Formen von Toxel. Kommt auch eine, kriegt man nur ein Schwert, das andere nur ein Schild, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Okay. Oh, hey. Was macht die denn hier? Das ist die Arena-Leiterin. Kate. Krasse Haare. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Du kannst hell sehen. Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die dir dann höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Meine Ligakarte. Danke, Kate. Schönes Outfit. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Ich auch. Wenn ihr auch Lust habt, dann schaut in der nächsten Folge vorbei. Da werden wir erst in der nächsten Folge den Kampf machen. Irgendwann kommen wir dann wahrscheinlich auch noch oben. Ich weiß aber nicht wie und wann. So, aber ich habe gehört, hier gibt es eine Boutique. Und ihr wisst, ich habe Bock auf neue Kleidung. Das ist so mein Ding. Die letzten Boutique-Läden, die waren eher mager. Nicht so geil, aber hoffentlich wird es jetzt geiler. Ein Autogramm bitte, Präsident Rose, bitte, ist cool. Da ist er wohl beliebt. Krass. Oh, ein Flohmarkt, oder was? Es macht nichts, wenn das gemeinsame Kochen mal daneben geht. Daraus wird immerhin eine witzige Geschichte für die Zukunft. Mag sein. Hallo, bei mir kannst du nach Naturheilung stehen. Ich mache dir einen besonders günstigen Preis, weil es eh niemand kauft. Ja, kein Wunder, warum das niemand kauft. Das ist ein Plattenladen, in dem sich vielleicht das ein oder andere Schätzchen finden lässt. Floppy Disks oder was? Ich verkaufe verschiedene Sorten von duftendem Rauch. Möchtest du mir welchen abkaufen? Nein, danke, nicht so meins. Schatten zu gehen bedeutet im Grunde, sich der Unentschlossenheit hinzugeben. Wenn du dich jetzt gut vorbereitest und fleißig trainierst, wird die Arena-Challenge ein Klacks. Und irgendwie kann ich nicht hören, das war meine Stimme noch nicht breit ist. Keine Ahnung, lol. Ein Magnet! Kein Stahl-Pokémon. Hast du zufällig einen Picochilla und tauscht es gegen meinen Baumboy? Hätte ich, aber habe ich es gerade nicht dabei und ich habe keinen Bock. Sorry. Wo geht's hier lang? Ah, lol, hier gab es eine Treppe, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Interesting. Von wo kommst du denn her? Gegen Kate gewinnt so niemand so leicht. Ach, das wollen wir ja sehen, du. Das wollen wir sehen. Wenn ich in der Naturzone beim Angeln auf so ein riesiges Pokémon stoße, heißt es immer alles oder nichts.
Kann ich mir vorstellen. Hier gibt es ein besonderes Item. Eine Muschelglocke. Oh, das ist ein Heil-Item. Das ist ja geil. Das würde ich gerne eigentlich dabei haben. So. Das hört sich ja richtig geil eigentlich an. So, alle wegmachen mit dem Neu. Wer kriegt denn viel Schaden immer? Wer kann sich denn nicht so gut heilen? Ich weiß es noch nicht. Werde ich ja dann irgendwann mal in den Kämpfen sehen, denke ich mal. Hier gibt es nichts mehr? Okay. Yo, Dude, was geht? Ich glaube, wir gehen gerade in die falsche Richtung, weil hier geht's los zu... Ja, hier ist Team Yell. Ole, 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 ole! Wir machen hier alles dicht, um die Arena-Challenger zu sabotieren, klaro? Okay, halt nicht. Gibt es dieses Hopp-Hopp-Spiel? Die Galamine 2 ist der perfekte Ort, um knallharte Pokémon zu finden. Kupfer! Dieses Elefanten-Pokémon ist richtig cool. Ich habe mir schon mal überlegt, das in mein Team zu nehmen, aber ich habe mich dann doch umentschieden. Oh. Und ich sehe hier keine Boutique. Ich bin gerade etwas enttäuscht. Ja. Aber hey, ist dann wohl so. Haben wir etwas mehr Zeit, schon mal in die Arena zu gehen und in der nächsten Folge etwas mehr zu schaffen als in den Kampf. Cool, cool, cool. Vielleicht lasse ich sogar Tox wieder im Team. Ich glaube aber eher nicht. Ich weiß es nicht. Hatte ich eigentlich nicht vor, im Team dabei zu haben, ehrlich gesagt. Deshalb weiß ich nicht, warum. Nee. Mal schauen, mal schauen. So. Gehen wir nochmal zur Arena, warum nicht? So, BA, BA drücken, dann funktioniert es immer eigentlich. Rein da! Kielten Stadion. Hey, ich bin's, Balduin. Sehe ich da eine Angel? Eine passionierte Anglerin wird diesen Ball zu schätzen wissen. Hier nimm. Netzball? Ne, ein Köderball. Lol. Ist er neu? Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die an deiner Angel hängen. Okay, die kenne ich gar nicht, den Ball. Mit einem Köderball gehen die Pokémon, die du geangelt hast, leichter ins Netz. Was war der für ein Tanzhilfe? Ein absolutes Muss für Liebhaber von Wasser-Pokémon. Schon faszinierend, was so alles in eine Pokémon steckt, oder? Sure. Arena Challenger. Sensekt. Ich wollte nicht mit dir reden, Sensekt, sorry. Du musst gegen Kate gewinnen, hörst du? Versprich mir das. Du, ich. Warum müssen wir unbedingt ein Rätsel lösen, um gegen die Arena-Leiter kämpfen zu dürfen? Schätze, als Pokémon-Trainer muss man auch außerhalb eines Kampfes Köpfchen beweisen. Ja. Yep, yep, yep. Ich glaube, das richtige Timing ist für die Dynamaximierung entscheidend. Wenn Kate sie einsetzt, sollte man sich überlegen, mit welchem Pokémon man die Attacke ihres Dynamax-Pokémon abfängt. Mag sein. Kate ist stark. In dieser Stärke hier liegt ihre Schönheit. Lol. Hi, hi. Wir wechseln unser Outfit mal eben. Denn wir haben ja ein neues Outfit bekommen. Einen Moment. Wo kann ich das denn anziehen? Wir haben noch ein Pflanzenoutfit bekommen. Kann ich sie anziehen? Hallo Arena Challenger, möchtest du dich als andere Arena Challenger? Ja. Aber was für ein Uniform heuchten dann an? Bitte das Pflanzen. Nein! Warum kann ich denn das Pflanzen nicht anziehen? Das finde ich blöd. Weißt du mal, wie das geht? Oh, die Uniform steht ja ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Boxen zugreifen. Ja, hätte ich auch nie gedacht. Lol. Naja, dann müssen wir wohl wieder mit diesem Outfit durch. Nicht schlimm. So, wir wissen alle, was auf uns zukommt. Oh! Oh, das wird cool. Ich freue mich. Ich weiß schon genau, was auf mich zukommt. Das wird cool. Bei der Arena-Mission der Kilton-Stadion. Des Stadions von Kielten musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Bye. Bye, bye. Und noch bye für euch, Leute, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Abo, weil ihr neu seid. Und ja, yeah, haut rein. Wir werden mit Houtini nächste Folge aufräumen hier in der Wasserarena von Pokémon Schild.